Ja, Timo, ihr geht kurz vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit kam von euch dann nicht mehr ganz so viel. Am Ende verliert ihr sogar 2:1. War es zu wenig, das Spiel hier nur zu verwalten in der zweiten Halbzeit? Ja, man hat ja gesehen, dass wir eigentlich guten Fußball spielen. RWE ist eigentlich außer lange Bälle nichts eingefallen. Und die zwei Tore sind eigentlich durch Konter gefallen, also nicht durch irgendwelche fußballerischen Sachen. Und wie du es gesagt hast, wir haben in der zweiten Halbzeit dann aufgehört, irgendwie Fußball zu spielen. Wir haben dann wieder nur noch verwaltet. Wir haben dann zwar nach dem 1:1 dann nochmal die Chance zum 2:1, nutzen sie diese nicht und kriegen es dann natürlich dann mit dem zweiten Tor wieder durch den Konter, das zweite Tor. Und natürlich bitter, muss man sagen, in der letzten Minute dann noch das zweite Tor zu bekommen. Ihr seid so gut in die Saison gestartet, jetzt schenkt ihr Essen heute den ersten Sieg. Und wie kommt es, dass ihr euch in den letzten Spieltagen eher schwer tut? Ja, man hat es ja schon in Wattenscheid gesehen, dass wir uns da schwer getan haben. Gegen Uerdingen auch wieder und jetzt gerade gegen Hennef auch schon wieder. Also wir lassen dann in der zweiten Halbzeit irgendwie lassen wir dann die Ordnung missen, obwohl wir heute wirklich auch die Ordnung hatten. Aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, dass wir trotzdem dann versuchen, irgendwie nicht mehr Fußball zu spielen. Und da müssen wir trotzdem dran arbeiten. Die Ausreden, dass die Gegner sich irgendwann mal auf uns einstellen, die zählen meiner Meinung nach nicht mehr. Da muss man dann einfach trotzdem als Spitzenmannschaft trotzdem dann irgendwie eine Lösung finden. Okay, dann vielen Dank und viel Erfolg gegen Düsseldorf.